zurück zu Let's Play FIFA 22 und wir machen heute weiter mit unserer kleinen Karriere und wir gehen wieder heute gegen CS Miovene, weil Miovene heißen die Jungs. So. Also wird ablehnen. Brauche ich jetzt gerade nicht. So. Gut, gehen wir rein ins Match. Wir können ja wieder mal ein bisschen durchrotieren. Dafür ist ja die Vorbereitung da. Mal ruhig mal ein bisschen durchrotieren. Ah, auf geht's ins zweite Match. Liebe Fußballfans, willkommen in der Bayer-Arena. Es regnet, aber wir sitzen im Trocknen und ich glaube, die Bedingungen sind trotzdem relativ gut. Am Mikrofon melden sich auch heute wieder Wolf Fuß auf geht's ins Match. Und es geht heute wieder in der Bayer-Arena zweiten Spieltag bei diesem Vorbereitungsturnier. Für Spannung ist auf jeden Fall gesorgt und wenn diese beiden Clubs aufeinandertreffen, dann wird es auch immer intensiv und hochklassig. Spiel Nummer 2, also in diesem Vorbereitungsturnier. Die Frage ist ja immer, wie geht man so ein Turnier an? Nimmt man das wirklich ernst? Geht ja immerhin um einen Titel, darf man nicht vergessen. Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team und da gleich noch die Chance. Das darf euch jetzt passieren. Ja, das kann machen wir normalerweise nicht. Ja, war mir fast so aus, war ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Molly. Davis. Das sieht vielversprechend aus. Gute Aktion. Ah. Schön dazwischen gegangen. So optimistisch da. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Der Doppelpack im letzten Spiel wird ihm zusätzlich Selbstvertrauen gegeben haben. Es wird garantiert schwierig, ihn zu stoppen. Ganz stark abgeblockt. Okay, das... Sicher, wir wollen natürlich diesen Sieg holen, damit wir dann schon da noch weiterkommen. Aber naja, komm. Er spielt steil. Arsene. Kein guter Schuss, der geht weit vorbei. Erste Chance. Verteidigt unter Druck den Ballbesitz, trotz dieser doch eher mäßigen Ballannahme. Da trennt er ihn fair vom Ball. Die Football Friends in der Offensive. Ah, das gibt Ecke. Ball draußen. Da war noch einer drin. Ja. Da war noch einer dran. So, Ecke kommt. Macht das ganz sicher. Abwehr klebt an ihn, aber dennoch gute Ballannahme. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht von Schiedsrichter. Oh nein. Massaro jetzt. Jordan. Aber das ist jetzt die Chance. Kein Tor. Sah eigentlich alles nach der Führung aus. Er gibt doch mal Schulter für keine Fehler. Er gibt die gelbe Karte. Ist doch klar, dass er da noch gelb zeigt. Das Einsteigen vorhin war zu hart. Er hat erst noch den Vorteil abgewartet. Genauso musst du das machen. Gibt's jetzt die Torchance?
Ja. Da gibt er Freistoß. Gute, er gibt Freistoß. Es war ein... Der Tankschuss voll war es nicht, aber er wäre durch gewesen. Ja, noch nie ist es passiert. Also wir haben das erste Spiel 7-2 gewonnen, aber... Erstmal dazwischen gegangen hier. Die Football Friends mit einem Angriff. Ach, Football Friends. Bleibt Sieger. Ich versuche hier, mal eine kleine Story mit einzubauen. Vielleicht irgendwann mal eine Übernahme von einer großen Firma oder sowas. Und dann gucken wir einfach mal, was halt so passiert. Sie haben den Ball. Was halt in Zukunft passiert. Die neuen Trikots dann irgendwann mal oder so. Oder. Aber es ist noch ein weiter, weiter Weg. Und hier ist das 1-0 für. Was für ein Tor. Juhu. Absolutes Traumtor. Was für ein Seinfalls hier. Wir blicken nochmal auf gut die Wiederholung dieser Szene. Da ist der Treffer. Also da ist überhaupt keiner in der Nähe. Alles frei. Also so leicht sollte man es ihm dann doch nicht machen. Nee. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Bisschen zu. Da sind sie auf dem Flügel nicht eng genug dran an den Football. Sehe ich. Geht da rein. Jetzt mal die Chance, vielleicht da mal. Gross. So, was machen sie draus? Jetzt Flanke kommt die Flanke, aber... Die Flanke fängt da ab. Sehr gut gemacht. Football Friends greifen an. Und könnte der Ausgleich sein. Sie können sich befreien. Tolle Aktion. Ja, wird Einwurf geben, kommt dann nicht mehr ran an diesen Pass. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Vielleicht jetzt irgendwie einen Konter zu setzen und vielleicht auch noch irgendwie den Ausweich zu vielleicht machen vor der Pause. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Schade. Auf außen ist jetzt Platz. Da geht er vorbei. Gute Grätsche, sie haben den Ball. Und da wird die Nachspielzeit angezeigt. Eine Minute gibt es noch oben drauf. Das könnte es sein. Kein Tor, der Torhüter ist da. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1-0. Ja, das sagen wir mal so. Die Chancen waren ja da, aber die Tore halt nicht. Mal gucken, was in der zweiten Halbzeit geht. Es geht weiter im Gruppenspiel. Ist ja die zweite Partie heute. Klar, dass sie hier was mitnehmen wollen. Der Punkt wäre super, dann hätten wir zumindest beide vier. Boah, wo geht das Ball? Jetzt haben sie den Ball wieder. Ja. Ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. In den freien Raum. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. Einsatz. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf.
Die Flanke jetzt. Also zumindest war das 1-1 gemacht, das ist aber wichtig. Und gibt's jetzt die Führung. Was ist ein Klotz, da stolpert man nicht so ein Ding da rein. Da kann man ihn in der Form nicht aufhalten. Tja, sie können zunächst klären. Da stolpert man nie das Ding da rein. Das ist nicht konsequent genug. Und dann fällt fast als logische Konsequenz doch der Treffer. 2-1, hier ist noch alles drin. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Und jetzt die Chance. Das ist zum Kotzen, ey. Klare Verhältnisse. Und mit dieser du kriegst Führung echt einen aneinander, der kann vom Spielmodus im Sprint durchlaufen. Nochmal das Tor. Da kommt die Flanke. Und dann ist er natürlich da. Unnachahmlich, wie er das macht, wie er den Ball behauptet. Ich muss vielleicht durchwechseln. Ja, du kriegst momentan echt, keine Ahnung, du kriegst gerade echt Einnahmen. Und dann auch das Auge. Einfach jetzt. 3-1 heißt es also jetzt. Jetzt musst du echt nochmal, jetzt musst du ein bisschen nochmal dran ziehen. Also du verlierst hinten nicht den Ball mit einem Mega, dieser Mega-Sprint nach vorne. Mittel. Es geht mit dem Abschluss weiter. Das war doch kein Abschluss, war doch vorne. Hier war doch dran. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Ja, den hält er. Richtig gefährlich war das nicht. Er geht dazwischen. Sie können klären. Gut. Sag ich mal. Wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelb für die Aktion. Jetzt muss er aufpassen. Er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung. Der Schiri stand gut. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Und das ist die Chance jetzt. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Oh, dann haut er den noch raus. Gut dazwischen. Sie geben den Football-Fans auf dem Flügel viele Räume. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Und der Keeper hat den Ball. Der hat den, der Sack. Und der Außen hat den. Gefährliches Anspiel. Das ist die Chance. Das Problem ist aber, du kriegst gerade echt einen, das ist echt gute Chance gerade und kriegst die Dinger nicht hin. Fast das Tor, aber das ist einfach klasse. Wie er den noch hält, wie er das macht, überragend. Oh, Alter, die können wieder, die zieht einmal einen Sprinter an. Kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Sie nehmen den Wechsel vor. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Und jetzt gibt es Einwurf. Jetzt können Sie flanken. Vielleicht der Abschlusstreffer. Unglaublich. Was für eine Parade. Du hast echt die Chance. Und dann dieser sensationelle Reflex. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger anders. Der Keeper hält alles gerade. Die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter einen Sonderlob verdient. Ganz stark. Macht er gut. Da ist der Ball jetzt weg.
Tschüss. Sie können jetzt flanken. Klar, das gibt hier Einwurf. Natürlich 5 Meter Beine, damit er noch reinkommt. Super durchgesetzt. Herr Peter. Wir kriegen den Strafstoß. Wichtige Szene. Wenn der reingeht, dann vielleicht. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den Strafstoß als Strafe genug. Das könnte der späte Anschlusstreffer werden. Klasse, Mann. Ja! Nur 2-3. Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird und dann fällt das Tor. 5 Treffer haben wir gesehen. Wir stehen 3-2. Das ist ein enges Spiel. Ich denke nicht, dass das trotzdem ja, noch zieht. Nicht der Erste. Sind heute gut drauf. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Vielleicht die letzte Chance, hier noch den Ausgleich zu erzielen. Schaffen Sie noch den Ausgleich. Sie bekommen noch eine Ecke. Da konnten Sie nichts draus machen. Aus dem Vorteil wurde nichts, also gibt es doch noch Freistoß. Ey, da kriegt er den noch dahin. Ich hab dir gedacht, ich schau. Der Keeper war schon vorbei an dem Ball. Er ist vorbei. So, damit ist diese Partie beendet. Das ist der Stoß. Die Gäste verlieren also diese Begegnung. Manchmal entscheiden Kleinigkeiten über den Ausgang so eines Spiels. Das war auch heute der Fall. Eine denkbar knappe Niederlage also am Ende. Und das ärgert sie. Das ist nicht zu übersehen. Hier war mehr drin. Und sie hätten natürlich auch gerne mehr geholt. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ja, du kriegst direkt hintereinander 2 Stück. Weißt du, du führst einen. Du liegst 2-1 hinten, kriegst dann auch mal zum Ausgleich. Und dann stolpert ihr 2 so Dinger da rein. Und vergessen, der Linksverteidiger von denen, der einfach mal mit 100 km/h Sprint locker nach vorne gehen kann. So muss man das letzte Spiel gegen Bohemians gewinnen. Ne? Sonst könnte es vorbei sein. So, jetzt haben wir das entscheidende Spiel. Vielleicht schaffen wir es noch weiterzukommen. Vielleicht fliegen wir raus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FIFA 22 und dann gibt es das entscheidende Spiel gegen die Bohemians.